4,5 Stunden nach Schabowskis Versprecher geht an der Bornholmer Straße vor der Kamera von Spiegel TV der Schlagbaum auf. Um 23.20 Uhr hatten sich die eingemauerten Bürger damit selbst befreit. Guten Abend und willkommen zu unserer Sondersendung zum 9. November, sprich dem 25. Todestag der DDR. Die letzten Augenblicke im Leben des Arbeiter- und Bauernstaates beginnen in einer Eckkneipe am Prenzlauer Berg. Im Beisein des Spiegel-TV-Teams erleben die Gäste damals den Feierabend eines ganzen Systems. Stunden später ist ihr alter Arbeitgeber Geschichte und die Grenze sperrangelweit offen. 40 Jahre DDR, ausradiert durch den Protest des eigenen Volkes und den dusseligen Schmierzettel von Herrn Schabowski. Felix Kasten und Bernd Jacobs über Leben und Sterben der Deutschen Demokratischen Republik. 9. November 89. Feierabendstimmung am Prenzlauer Berg. Der Westen ist weit, auch wenn es nur ein paar hundert Meter sind. Filmmaterial aus dem Archiv von Spiegel TV, das hier erstmals gezeigt wird. Schabowski hatte kurz zuvor die neue Reisefreiheit verkündet. Dass draußen vor der Tür noch Weltgeschichte passieren wird, ahnt keiner. Auf die neue Bestimmung! Auf ihre letzten Tage hat die DDR das Volk überrascht. Es ist stark, was hier passiert ist. Hätte kein DDR-Bürger damit gedacht. Keiner gerechnet. Echt überrascht. So was von unserer Regierung zu hören, kann nicht normal sein. Ich wollte rübergehen, ich wollte in den Westen ausreisen, weil sie mich nicht nach drüben gelassen haben. Meine Kinder sind drüber her. Bin jetzt glücklich, dass ich fahren kann. Ja? Kann ja nicht. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich habe jeden Tag nur hier weinen, jetzt brauche ich nicht mehr weinen, jetzt freuen wir uns alle. Jetzt werde ich am Sonntag gleich hingehen, mir einen Pass holen und werde versuchen, meine Kinder zu besuchen. Na, ich werde dann hier rübergehen. Nicht überreden die Böden von der Ultras nicht. Ach du Scheiße! Direkt am Grenzübergang Bornholmer Straße haben sich etwa zur gleichen Zeit einige Dutzend Neugierige eingefunden. Sie treffen auf überrumpelte Grenzer. Ein Volkspolizist soll die Lage entschärfen. Liebe Bürger, ich bitte Sie im Interesse der Ordnung und Sicherheit, den Platz im Vorhof der Grenzübergangsstelle zu verlassen und sich an die zuständigen, von mir eben bekannt gegebenen Meldestellen zu wenden. Es ist nicht möglich, Ihnen hier und jetzt die Ausreise zu gewähren. Doch die Untertanen haben sich bereits emanzipiert. Also das Kommuniqué offiziell von ADN. Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen Reiseanlässe, Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt. Oh, eine Massenverarschung ist das wieder. Genau, dann hätte ich auch zu Hause bleiben können und pennen können. Ja. Dann wäre ich jetzt gar nicht hier, ist ehrlich, meine Meinung. Um kurz vor 11 laufen auch in den Wohnzimmern am Prenzlauer Berg die Tagesthemen. Berichtet wird vom Grenzübergang Invalidenstraße. Noch hat man hier keinen Ostbürger zu Gesicht bekommen. Doch dann wird das Westfernsehen zum Fanal für den Mauersturm. Ganz anders sieht es bereits an anderen Grenzübergängen aus. Beispielsweise im Wedding am Übergang in der Bornholmer Straße. Sie waren gerade dort. Was haben Sie denn da erlebt? Ich habe erlebt, dass um 21.25 Uhr das erste Pärchen Tränen aufgelöst auf uns zugelaufen kam, als sie die West-Berliner weiße Linie erreicht hatten. Sind mir beide um den Hals gefahren und wir haben alle gemeinsam geweint. Da muss ich ja meinen Pass holen. Wunderbar. Noch andere Leute kommen sehen? Denn? Ich habe also eine Menge Leute kommen sehen, angeblich haben noch etwa 1000. Ja, man müsste das versuchen. Zeitpunkt gestanden. Ich habe da keinen Pass. Er sagt, es geht, aber ich glaube nicht. Ich glaube, man braucht schon einen Stempel. Er war ja schon mal drüben. Richtig erwiesen. Sie wurden zum Schluss ohne. Andere verzichten darauf, in dieser historischen Nacht die Grenze zu überqueren. So auch Gregor Gysi, Rechtsanwalt, SED-Mitglied und schon vorher ab und zu mal im Westen unterwegs. Eine Freundin informiert ihn per Telefon. Er begreift sofort, was das alles bedeutet für den Staat, in dem er bislang gelebt und gearbeitet hat. Ich sagte, ich glaube, das ist der Anfang vom Ende der DDR. Darüber muss ich erst nachdenken. Und dann sagt sie, Quatsch, die Leute gehen Kaffee trinken, ist alles erledigt. Und witzig war, als ich auf dem außerordentlichen Parteitag im Dezember dann eine Rede halte, wie ich mir die reformierte DDR vorstelle, sagte sie zu mir, sag mal, du hast mir doch damals schon gesagt, das ist der Anfang vom Ende der DDR, wieso willst du das jetzt nicht wahrhaben? Und recht hatte sie.
Gegründet wurde dieser Staat am 7. Oktober 1949 mit tatkräftiger Unterstützung der Siegermacht Sowjetunion. Ein neues Deutschland sollte es werden, die Diktatur des Proletariats, ohne Kapitalisten und Militaristen, als Lehre aus dem verheerenden Nazikrieg. Jede Hand, die ein Gewehr ergreift, soll verfaulen. Was sind die Ursachen für diesen Krieg? Na, die Macht der Monopole, der Privatbesitz an Produktionsmitteln, das müssen wir alles beseitigen. Machen wir die Umstände gut, dann werden auch die Menschen gut. Das war der Ausgangspunkt aller Überlegungen. Wie im Sowjetreich wollte man auch in Ostberlin die Wirtschaft zentral lenken. Durch Verstaatlichung von Industrie und Landwirtschaft sowie Fünfjahrespläne. Die Übereinstimmung mit den Vorschlägen aus der Arbeiterklasse, aus der werktätigen Bauernschaft, aus anderen Kreisen der Werktätigen, hat das Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands beschlossen, der zweiten Parteikonferenz vorzuschlagen, dass in der Deutschen Demokratischen Republik der Sozialismus planmäßig aufgebaut wird. Das konnte vorne und hinten nicht funktionieren. Ich will mal offen lassen, ob dieses Wirtschaftssystem geeignet gewesen ist, die Ströme Sibiriens zu bändigen und die Wüsten Mittelasiens zu bewässern. Aber in Deutschland, in einer hochentwickelten, komplizierten und komplexen Wirtschaft, war das vollkommen untauglich, dieses Wirtschaftssystem, was auf einer gesamtstaatlichen Planung basiert. Und was dann folgte in den folgenden 40 Jahren an Hin- und Herwirtschafterei, war immer nur ein Rumbasteln an Symptomen. Im Juni 1953 trieb eine 10-prozentige Normenerhöhung ohne Lohnausgleich die Arbeiter der volkseigenen Betriebe auf die Straße. Nicht nur in Berlin. Das Todesurteil über die DDR, dem Versuch DDR, ist am 17. Juni 1953 erfolgt. Wenn aus so einer spontanen Sache 2 Millionen auf der Straße gehen, streiken, in über 800 Orten, Städten, Gemeinden der DDR Aufstand war, ist das die Antwort des Volkes gewesen? Der Protest entwickelte sich schnell zum Aufstand gegen die SED-Diktatur. Erst sowjetische Panzer stoppten die Volkserhebung. Zurück blieben mindestens 55 Tote. 3 Jahre später wurde die Nationale Volksarmee gegründet. Offiziell als Antwort auf die Wiederbewaffnung Westdeutschlands sowie die Gründung der Bundeswehr und im Gegensatz zu ihr eine Freiwilligenarmee. Zunächst. Wenn die westliche Seite einen Militärblock organisiert und aufbaut, dann steht die Frage des Schutzes. Und dann können wir da nicht schutzlos gegenüberstehen. Ende der 50er Jahre hatte man die Demarkationslinie zur Bundesrepublik weitgehend abgeschottet. Reisevisa stellten die Behörden kaum noch aus. Wer die DDR ohne Erlaubnis verließ, beging Republikflucht. Und dafür drohten mehrere Jahre Haft. Nur in Berlin war die Grenze Richtung Westen noch passierbar. Die Stunden der Flucht sind Stunden der Angst. Heimlich, unauffällig, fast ohne Gepäck sickern die Flüchtenden in die Stadt. Die meisten wählen den Weg über Ostberlin, kommen von dort zu Fuß nach dem Westen oder mit der S-Bahn, mit der Straßenbahn, mit der Untergrundbahn. Und dann, wenn der Zug in den Westsektoren hält, kommt das große Aufatmen in Sicherheit. Diejenigen, die da gingen in dem Bewusstsein, ich muss alles zurücklassen, meine Biografie, meine Heimat, da, wo ich aufgewachsen bin, alles, was ich bisher erarbeitet habe, was ich geerbt habe. Ich muss nochmal anfangen, völlig neu anfangen. Und was für viele vielleicht noch schlimmer war, ich darf nie wieder zurückkommen. Dann wäre ich eingesperrt, ich bin ein Verräter. Doch im Sommer 61 strömten immer mehr Flüchtlinge in die Westberliner Notaufnahmelager. Die DDR drohte auszubluten. Das große Loch mitten in der Republik musste gestopft werden. SED-Chef Walter Ulbricht war der Erste, der das Wort Mauer öffentlich aussprach. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Es war die berühmteste Lüge der DDR-Geschichte. Am 13. August um 1 Uhr nachts begann die Operation Rose.
Die Nationale Volksarmee, Bereitschaftspolizisten und Betriebskampfgruppen riegelten die Grenze ab. Alle Übergänge nach West-Berlin wurden geschlossen. Damals habe ich gedacht, maximal 2 Jahre. Dann wird die Mauer wieder geöffnet. Das ist so, um Grenzgänger und ein paar ökonomische Probleme zu lösen, dann wird sie wieder geöffnet. Und später konnte ich mir gar nicht vorstellen, dass sie jemals wieder geöffnet wird. Auch interessant. In nur wenigen Stunden hatte man die Staatsgrenze pioniertechnisch verrammelt. Mit spanischen Reitern, Betonpfeilern und Stacheldraht. Und von Anfang an wurde hier scharf geschossen. Den ersten Mauertoten gab es schon 11 Tage später. Wer unsere Grenze nicht respektiert, der bekommt die Kugel zu spüren. Mindestens 136 Menschen kamen an der Berliner Mauer ums Leben. Präsident Kennedy rechtfertigte das Nichtstun der Westalliierten damit, dass die Mauer zwar keine sehr schöne Lösung sei, aber doch unendlich viel besser als Krieg. Das war nicht eine einfache Grenze wie nach Polen, sondern es war die Grenze zwischen der NATO und des Warschauer Vertrages. Die wurde natürlich mit anderen Dimensionen betrachtet und wurde auch andere Festlegungen getroffen, diese Grenze zu sichern. Und wenn diese Grenze verletzt wurde, wurde dann in der Endkonsequenz mit der Waffe Gebrauch gemacht. Aber einen Schießbefehl dazu gab es nicht. Na klar gab es den. Warum findet man ihn nicht? Na, weil er vernichtet wurde. Und zwar unmittelbar, nachdem ihn die gelesen hatten, die ihn lesen sollten. Die Ostdeutschen blieben sich selbst überlassen. Niemand hatte sie gewarnt vor den Plänen ihrer Regierung. Während im Westen Wohlstand und Demokratie wuchsen, zahlten sie den Preis für die deutsche Teilung. Wenn man die Welt nicht kennt, ist man ja auch unsicher. Und wenn dann Leute aus Amerika oder aus Frankreich oder aus Großbritannien kamen, hatte man immer das Gefühl, die kommen aus einer anderen Welt. Die ist weiter, die ist breiter. Ob sie besser ist, ist noch eine ganz andere Frage. Aber sie ist auf jeden Fall weiter und breiter. Ich glaube, es hat uns auch ein Stückchen Selbstbewusstsein genommen.